Peter Hindemeyer, Hendrik Keppelhoff, Ali Dürr, Andreas Siegmann, Paul-Erik Christensen, Peter Tenzin. Auf Rang 3, die schöne blaue BMW, die schnellste BMW, Matthias Enderling mit 1,32,914, die zweitschnellste Runde. Und der Daniel Bauer nach einer Schlageraktion mit einer G6000 auf dem zweiten Platz, 1,33,289, herzlichen Glückwunsch, saubere Leistung. Und im Moment scheinbar unschlagbar mit der Yamaha 1 der Andreas Jochum. Schnellste Rennrunde 1,32,354. Herzlichen Glückwunsch. So, jo, super. Wir sind früh weitermachen. Den Glückwunsch, Matthias, zum dritten Platz. Klasse Leistung. Erste Mal auf dem Podium bei der Tausender, ist das richtig? Ja, zweite Rennen mit der Tausender. Noch alles so wie aus dem Laden. Bin super zufrieden, hat richtig geil Spaß gemacht. Super, danke schön. Das reicht, danke schön. Ja. Daniel, herzlichen Glückwunsch. Du hattest ja gestern Riesenprobleme. Ja. Wo war das Problem? Ja, die Ventildeckellichtung hat Öl verloren. Und da musste man dann Nachmittag das ganze Motorrad zerlegen. Haben es Gott sei Dank hinbekommen. Heute früh war es noch nicht so ganz. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich fahren kann, aber wir haben es dann zum Schluss hinbekommen und ich konnte starten und war super. Und im Rennen immer einen klaren Kopf gehabt, oder? Nein, natürlich ist das Öl im Hinterkopf. Man schaut immer mal nach unten, ob alles noch sauber ist, aber ist ansonsten ganz gut gewesen. Super, ja. In diesem Ding natürlich eine super Leistung mit zweiten Platz. Dankeschön. Danke. So, Andreas, Glückwunsch zum Sieg, wie gestern auch, total überlegen. Ja. Gibt es nicht viel zu sagen, denke ich. Diesmal bin ich ganz gut weggekommen auch. Ja. Hab von Anfang an gut Stoff gegeben, wollte mich sofort lösen, weil ich gewusst habe, wenn ich am Anfang nicht sofort Gas gebe, dann bleibt der Daniel dran und dann geht er mit. Das war mir bewusst, deswegen die ersten 4-5 Runden richtig pusht. Es war heute das Maximum bei der Temperatur, man hat schon in Runde 2-3 hat man schon gemerkt, die Reifen wären zu heiß. Es hat schon gerührt und getan. Hinten in der Dreifach links, Shattering auf der Vorderachse, wie es ihn ausschiebt. Aber dann einfach 2:30 hoch bin ich eigentlich konstant dann sauber durchgefahren. Super, Glückwunsch. Weiterhin noch viel Erfolg. Danke.